Futures Denken ist eines der Top 10 Future Skills laut World Economic Forum Bericht. Das bedeutet, dass kritisches Denken nicht einfach ein Nice-to-Have-Skill ist, sondern eine Notwendigkeit. Und als ich vor ein paar Monaten angefangen habe, mit KI-Tools wie ChatGPT zu experimentieren, kam ich in eine sehr tiefe Reflexion rein und habe mich gefragt, wie beeinflussen diese KI-Tools jetzt meine Lern- und Lehrprozesse und wie verändern sie meine Wahrnehmung von der Wirklichkeit? Und da habe ich mich auch nach Austausch gesehnt und habe an meine sehr geschätzte Kollegin Isabella Buck gedacht. Ich habe sie kontaktiert und gemeinsam haben wir darüber diskutiert, ob kritisches Denken lieber in einem speziell dafür entwickelten Unterricht gefördert werden soll oder ob es besser wäre, kritisches Denken mit fachspezifischen Inhalten zu trainieren. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, wie lässt sich überhaupt kritisches Denken und Digital Literacy als Future Skills gemeinsam trainieren. Wir waren uns ganz schnell einig, dass diese Frage die Aufmerksamkeit unserer Community verdienen und haben dann gemeinsam mit Professor Susan Pullum, die gerade heute auch dabei ist bei der Diskussion, und Gianluca Amico, der heute leider verhindert ist, dann diese Diskussionsrunde beim University Future Festival eingereicht und freuen uns sehr, heute hier zusammen mit euch allen über kritisches Denken und Nutzung von KI im Hochschulkontext zu diskutieren. Wir wollen ganz konkrete Good Practice Beispiele ansprechen und wir würden uns freuen, wenn auch ihr alle, die online dazu geschaltet seid, eure Fragen und eure Kommentare teilt. Nutzt bitte dafür den Chat. Und jetzt würde ich gleich anfangen und ja, Isabella, wie können wir ganz, ganz kurz kritisches Denken als Begriff beschreiben? Ja, ein Punkt, warum wir diese Diskussion eingereicht haben, ist auch, weil das Thema kritisches Denken ja so schillernd ist, ein recht schillernder Begriff. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch das Springer-Buch von Jan und Kursio. Ich packe den Link auch direkt in den Chat. Und sie schreiben eben auch in ihrer Einführung, dass der Begriff oftmals eine, ich zitiere, Beliebigkeit erfährt, die je nach Interesse ausgenutzt wird. Wir fassen jetzt hier für unsere Session kritisches Denken sehr allgemein in Anlehnung an Otto Kruse als einen Sammelbegriff für alle Arten, die Qualität des Denkens zu kontrollieren und zu optimieren. Beim kritischen Denken geht es also um die Beurteilung von Aussagen unabhängig von der eigenen Position. Und wie Jan Kursio auch schreiben, grenzt sich also das kritische Denken ab von vorschnellem, reflexhaftem Urteilen und von hysterischem, moralisierendem Gezeter und abwertender Diffamierung, wie sie schreiben. Genau, am Ende können wir auch sagen, dass kritisches Denken auch zur Persönlichkeitsbildung beiträgt und ist deswegen für uns auch ein elementarer Future Skill. Wenn wir jetzt die Brücke schlagen, und das wollen wir tun, zum Thema KI-Tools, dann gehen mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Tools epistemische bzw. epistemologische Herausforderungen einher, weil KI-Tools natürlich die Art und Weise beeinflussen, wie wir Denken generieren, bewerten und verbreiten. Und genau deswegen möchten wir heute ja, mit euch, mit unserem Panel hier ins Gespräch kommen. Bevor ich das Panel gleich vorstelle, einmal oder die Personen sich selber vorstellen, noch der Hinweis darauf, dass wir eine Mentimeter-Umfrage angelegt haben und Satanka Walter wird sie auch gleich nochmal in den Chat stellen, wo wir gerne eure Fragen sammeln würden zum Thema, welche Fragen sind denn hilfreich, um kritisches Denken beim Umgang mit KI-Tools einzuüben? Also da könnt ihr während der ganzen Session in dieser Menti-Umfrage euch beteiligen, auch gerne mehrere Male einreichen, sodass wir da hoffentlich am Ende ein Dokument zusammenstellen können, das wir dann auch gerne unter CC-Lizenz teilen.
So, jetzt genug der Vorrede. Ich möchte gerne an das Panel übergeben, an unser Diskussionspanel. Und wir hatten im Voraus alle darum gebeten, sich einmal kurz vorzustellen und ein kurzes Statement zum Thema KI und kritisches Denken abzugeben. Ich würde jetzt das Wort an Annette Schmelz übergeben und würde dann alle von euch bitten, jeweils an eine andere Person aus unserer Runde weiterzugeben. Ja, guten Tag. Vielen Dank, Isabelle. Mein Name ist Annette Schmelz und ich arbeite an der Hochschule Rhein-Main als Lehrkraft für besondere Aufgaben. Ich bin von Haus aus Kunsthistorikerin und Germanistin und an der Hochschule unterrichte ich sehr viel im Bereich wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt, ich bringe in den Studiengängen Baukulturerbe, Architektur und Mobilitätsmanagement Studierenden den Arbeitsprozess des wissenschaftlichen Schreibens näher, sowohl theoretisch als auch sofort praktisch dann. Und das war auch meine Motivation, mich sehr früh schon mit KI zu beschäftigen, denn natürlich ist der Prozess des wissenschaftlichen Schreibens davon sehr stark betroffen. Ich habe im KI-Think Tank der Hochschule mitgearbeitet und habe dort auch Handreichungen für den Umgang mit KI erarbeitet, einmal für Lehrende, aber auch für Studierende, weil ich die Studierenden auch ausdrücklich ermutige, die KI-Werkzeuge zu nutzen und auch dazu zu stehen. Ich erlebe das immer mal wieder, dass das weggeklickt wird auf dem Bildschirm, wenn ich komme. Aber ich finde es wichtig, dass man sich damit vertraut macht, weil es ist ein Werkzeug, was ein großes Potenzial hat. Allerdings möchte ich es eben auch nur als Werkzeug begriffen haben und ich ermutige die Studierenden ausdrücklich dazu, die Metaebene einzunehmen, bin aber auch der Überzeugung, dass man die Metaebene nur dann einnehmen kann, wenn man mal die Mühen der Ebene kennengelernt hat. Ich gebe weiter an jemand, der das schon praktisch erlebt hat bei mir, Sebastian. Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Eberhardt. Ich bin Studierender der Hochschule Rhein-Main. Ich studiere Mobilitätsmanagement im zweiten Semester in Wiesbaden. Und da die Entwicklung von KIs, die ja auch öffentlich zugänglich sind, rasant zugenommen hat, spielt es im Studium bei uns auch eine Rolle. So unterschreiben wir mittlerweile eine Erklärung über die Nutzung oder Nichtnutzung von KI für die Erarbeitung von Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten. Aus meiner Sicht kann man die Nutzung von KI im Studium sinnvoll gestalten. Da wünsche ich mir allerdings noch ein bisschen Hilfe sozusagen. Zum einen, dass die Kompetenz der Informationsverarbeitung und Bewertung gestärkt wird. Das hilft nicht nur bei dem kritischen Hinterfragen von Informationen, die die KI beliefert, sondern auch bei anderen Informationsquellen. Und zum anderen wünsche ich mir, dass eben praktische Anwendungsfälle auch beigebracht werden und erlaubt werden. Hierfür müssen meiner Meinung nach einfache und klare Regeln ausgemacht werden. So gelingt dann auch ein fairer Umgang im Hochschulkontext mit KI. Genau. Allgemein zu KI würde ich noch gerne sagen, dass ich da kritisch sehe, dass die Entwicklung da ist, dass eben die KIs sich am schnellsten entwickeln, die die meisten Daten haben, darunter ja auch manchmal geklaute. Und eben, ich sehe die Chance, dass man durch Transparenz da die Bias ein bisschen verhindern kann. Und dafür gehört für mich eine nachvollziehbare Offenlegung und auch eine einfache Offenlegung, wie die KI funktioniert. Ich verstehe das mich selbst zum größten Teil gar nicht. Und zum anderen natürlich, welche Daten verwendet wurden. So gelingt meiner Meinung nach eine korrekte Bewertung der Ergebnisse, die dann von der KI produziert wird. So, ich würde weitergeben an Martin. Hallo, ich bin auch Studierender. Ich studiere an der HTW Saar. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und arbeite nebenbei auch noch als Hiwi im Projekt Digitam. Wir digitalisieren sukzessiv quasi die HTW ein bisschen und gestalten die mit. Auch habe ich schon mit der Susan Pulham das Vergnügen gehabt, in einem Projekt zu arbeiten, in dem wir einen kleinen Chatbot für den Statistikunterricht ausprobiert haben. Und ja, persönlich gibt es bei mir zwei Hauptthemen, wo mich KI und kritisches Denken
sehr stark beschäftigt. Das ist einmal die studierende Komponente. Man muss ja sagen, einerseits ist es ein Tool, dass man das, wo es auch über studierende Kompetenzen zu entwickeln gibt, die wir als Studierende natürlich auch in Gebrauch machen und halt auch für die Persönlichkeitsentwicklung verwenden. Aber andererseits muss man auch ganz klar sagen, dass ein Studium immer noch leistungsbasiert ist und es dann auch gleichzeitig Anreize geschaffen werden, die KI im Studium zu nutzen. Das bedeutet selbst, man muss es so ganz und klar sagen, selbst wenn es nicht erlaubt ist, werden teilweise Anreize immer noch gesetzt, die KI zu benutzen, weil es einfach ein so effizientes Tool ist, wie man es sonst noch nicht erlebt hat. Andererseits muss ich auch sagen, mich beschäftigt sehr den Einklang des Menschen mit KI, was das für eine Auswirkung von uns auf uns Menschen hat, vor allem auf das Denken. Man kann sich vorstellen, der Mensch geht immer meistens den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn die Notwendigkeit des Denkens irgendwann fehlt, was das für Auswirkungen auf uns hat. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es ganz neue Chancen mit sich bringt, an Informationen überhaupt ranzukommen oder Wissen zu verbreiten, aber auch halt die Risiken, wie sich Wissen verbreitet. Ja, ich würde dann gleich an die Susan Pullem weitergeben. Ja. Ja, danke schön, Martin. Also mein Name ist Susan Pullem. Ich bin Professorin für Wirtschaftsmathematik und Statistik an der HTW Saar. Von Hause aus bin ich Mathematikerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und Psychologin und dementsprechend interessieren mich insbesondere die psychologischen Auswüchse beim Umgang mit KI. Und zum Thema kritisches Denken und KI sehe ich sozusagen zwei Ansatzpunkte, für die kritisches Denken eine Rolle spielt. Nämlich einmal kritisches Beurteilen von den Ergebnissen, die eine KI ausspuckt. Andererseits aber, und das finde ich fast noch wichtiger, kritisches Denken im Hinblick auf die Frage, nutze ich die KI oder mache ich es selbst? Und dieses mache ich es selbst, also kümmere ich mich selbst darum, das Wissen zu erwerben, das hat für mich sehr direkte Auswirkungen auf die Kreativität, also die Fähigkeit, etwas Neues schaffen zu können. Denn ich denke, das könnte eine Kompetenz sein, die Menschen noch zumindest eine Zeit lang den Maschinen voraus haben können, wobei ich auch schon den Antonio Krüger, den Direktor des BFKI, zitieren möchte, der schon sagt, dass KI immer kreativer wird, aber er unterscheidet zwischen zwei Arten von Kreativität. Little C, was eben so die Fähigkeit ist, Alltagsprobleme zu lösen, da sagt er, ist die KI schon genauso gut wie wir Menschen. Aber das Big C, also etwas ganz Neues zu schaffen mit Einfluss auf die Gesellschaft, das ist eben eine Kompetenz, die aktuell nur Menschen haben, denn nur die haben Gefühle und eine intrinsische Motivation. Und das ist jetzt mein Statement, dass ich eben eigentlich schon als Schülerin, Schüler, Studierende mich immer wieder fragen müsste, schaffe ich es nicht oder tue ich mir und der Gesellschaft nicht den größeren Gefallen, wenn ich eben nicht kurz die KI frage und das Ganze abschreibe, sondern wenn ich mir die Mühe mache, mir das Wissen zu einem Großteil selber zu erarbeiten, weil ich nur dann echtes neues Wissen generieren kann. So, und ich würde mich freuen, jetzt an den Klaus Knopper weiterzugeben, der sicherlich sehr viele Dinge dazu zu sagen hat. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mein Name ist Klaus Knopper. Ich bin Professor für Software Engineering an der Hochschule Kaiserslautern, Vizepräsident für Digitalisierung, leidenschaftlicher Open Source Software Entwickler und bin überzeugt, dass digitale Souveränität auch im Bereich der KI notwendige Voraussetzung ist, um eine partizipative, evolutionäre und vor allem dem Gemeinwohl dienende Entwicklung voranzutreiben. Ich selbst verwende Chatbots auch mal ganz gerne im Unterricht, gelegentlich, um Studierenden zum Beispiel bei Programmieraufgaben eine Initialidee für eine Lösung zu geben. Diese Beispiellösung dann natürlich kritisch zu analysieren, die vorgeschlagene Lösung auch mit eigenen Kompetenzen zu verbessern und vor allem auch Schwachstellen zu finden. Weiterhin entwickeln wir auch eine lokal arbeitende Dokumentenanalyse, die mithilfe von Large Language Models Inhalte zusammenfasst, Fragen beantwortet, ohne auf die großen Cloud-Lösungen zurückzugreifen. Da ist auch der Datenschutz an dieser Stelle natürlich interessant.
Ich denke, nur wenn die Baupläne von Algorithmen offengelegt sind, kann man KI wirklich verstehen, also verstehen, wie es funktioniert. Chancen und Risiken einschätzen, sich damit kritisch auseinandersetzen, KI auch als Werkzeug begreifen und kreativ und sachgemäß einsetzen. Gerade wenn die Realität und deren Interpretation durch die KI doch sehr stark voneinander abweichen. Ja, als Beispiel Fragestellungen wie, ist dieser Hut jetzt eigentlich echt oder KI generiert? Was bedeutet das oder ist es überhaupt relevant? Ja, so viel erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Dann gebe ich weiter an. Wer hat noch nicht? Der Sebastian Eberhardt. Ich ja, war doch, ja schon dran, genau. Genau, vielleicht Sandra. Sorry. Wenn du einmal magst. Klar, doch. In dem Moment kam natürlich das Telefon gerade. Aber ja, wie es halt so ist. Genau. Von dem her, ich würde mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Sandra Niedermeyer. Ich bin pädagogische Psychologin mit einem Schwerpunkt im Bereich des Data Minings, komme von einem empirisch-pädagogischen Lehrstuhl. Bin Professorin an der Hochschule Kempten und zwar für den schönen Themenbereich Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Und ja, bin dort auch E-Learning-Beauftragte, irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen für das Thema KI noch mit vereinnahmt worden, logischerweise, Didaktik-Mentorin und beschäftige mich eigentlich rundum mit dem Thema Digitalisierung in der Bildung, auch in meinen eigenen Studiengängen. Also ich habe Online- und Blended-Learning-Studiengänge. Das heißt, ja, einiges an Themen gerade auch auf dem Tisch. Zum Thema KI und kritischem Denken, da würde ich gerne die Begrifflichkeiten erstmal trennen, denn kritisches Denken ist ein sehr, sehr altes Bildungsziel, das im Grunde ja nur eine Dimension gerade dazu gewonnen hat. Und kritisches Denken als Bildungsziel, vielleicht aus der empirischen Forschung heraus, der Forschung aus den 30er Jahren noch, gibt es da immer ein spannendes Thema gewesen und jetzt, wie gesagt, durch die KI einfach an Dimension gewonnen. KI ist für mich, wie auch bei vielen Vorrednern schon, eher ein Werkzeug. Und es ist ein Unterstützungswerkzeug und wir müssen einfach über den Sinn und Zweck seines Einsatzes reden. Und wenn wir uns mit dem kritischen Denken beim Einsatz von KI eben auseinandersetzen, müssen wir die Dimensionen, die da eben mitschwingen, auch dazu denken. Und für mich ist es einfach wichtig, auch wenn ich mit meinen Studierenden arbeite, auch ich habe mittlerweile eine ganze, ja, Litanei an KI-Tools mit am Start, die meine Studierenden nutzen sollen, nutzen dürfen, die wir auch gerne als Input und Aufhänger nehmen, sei es jetzt, dass sie so Sachen erstellen, auch übrigens bildgenerierende und audiogenerierende Tools, dass sie einen Song im Bereich New Work zum Beispiel erstellen und anhand dieses Songs gewisse Themenbereiche weiterhin aufarbeiten. Das Thema KI, kritisches Denken, hier in Einklang zu bringen, ist in der Hinsicht ganz wichtig, weil sie erstmal lernen müssen, mit diesen ganzen Informationen umzugehen. Nicht nur, welchen Input sie liefern an die KI, sondern eben auch, welcher Output hier eigentlich geliefert wird, auf welcher Basis das Ganze geliefert wird. Das analysieren können, reflektieren sowieso, aber schlussfolgern können, wie sie weitergehen können, was sie mit dem Output machen, aber auch zu gucken, welche Haltung sie gegenüber der KI in dem Moment einnehmen. Da berühren wir wieder andere Bildungsziele und weitere Dimensionen des kritischen Denkens. Das sehe ich als ganz wichtigen Punkt nochmal an. Und zu sagen, Haltung im Bereich KI ist auch ein wichtiges Thema. Kritisches Denken sowieso, aber es berührt einfach so viele weitere Bildungsthemen, die wir genauer betrachten müssen. Und da werden wir noch Zeit brauchen. Danke. Dann gebe ich weiter an den Martin. Ja, lieben Dank. Also ganz kurz auch von meiner Seite, Martin Ebner, Technische Universität Graz in Österreich, wie man wahrscheinlich an der Aussprache hört. Leite dort Lehr-Lehrtechnologien, bin Wissenschaftler am Institut für Interactive Systems and Data Science und im Themenbereich Educational Technology, digitale Technologien für der Bildung und damit also auch für KI zuständig. Um es kurz zu machen, KI ist der nächste technologische Schritt, sicher nicht das Ende. Über das sollten wir generell auch nachdenken. Das heißt also, das ist einfach der nächste technologische Schritt. Und kritisches Denken als Wissenschaftler ist die Basis meiner Arbeit und war unabhängig von Technologie immer wichtig und wird immer wichtig bleiben. Aber es freut mich, dass es wieder mehr in den Fokus gerät.
Ja, danke schön. Dann jetzt gleich mit der ersten Frage. Welche Rolle spielen denn die eigenen Werte und die eigene Expertise im Prozess von Förderung von kritisches Denken und Digital Literacy? Vielleicht mag die Annette anfangen. Ja, ich denke, dass das schon eine Rolle spielt, weil auch in der Metaperspektive ist ja die Perspektive inhärent doch irgendwie vorhanden. Natürlich kann man sich nicht vollständig lösen, alleine schon durch die Auswahl meiner Prompts, die zum Beispiel dadurch gespeist ist, dass ich Vorkenntnisse habe oder nicht, dass ich geübt bin oder nicht. Alleine dadurch bekomme ich ja bestimmte Ergebnisse. Ich muss mir einfach bewusst sein, dass das auch nur ein Teil ist, den ich dann sehe. Ich denke, was neu ist, ist, dass man mit der KI dann in den Dialog treten kann und dadurch eben nicht sozusagen in der eigenen Denksuppe schwimmt, sondern dann auch weitere Inspirationen bekommt, vielleicht auch sich über den Tellerrand hinaus zu bewegen. Ich will mal ein Beispiel bringen, inwiefern ich finde, dass das wichtig ist, dass man auch Vorkenntnisse hat. Ich nutze gerne Research Rabbit und Skyspace zum Beispiel für die Recherche. Ich bin aber auch studierte Bibliothekarin und ich denke, ich kann dadurch auch ganz gut den Benefit, aber auch die Lücken davon ganz gut einschätzen. Und es kommt nicht nur darauf an, das zu werten, was ich bekomme, sondern vielleicht auch das, was ich nicht bekomme. Ja, danke schön. Wie ihr schon gehört habt, wir haben nicht nur Lehrkräfte heute dabei, sondern auch Studierende. Und vielleicht Martin. Ja, ich denke auch, also ich würde auch gerne mal anschließen, vor allem das, was man nicht bekommt als Antwort, sollte man vielleicht hinterfragen. Und das liegt oft auch daran, wie man die Frage stellt. Und das habe ich bei mir auch schon persönlich gemerkt, dass je nachdem, wie ich die Frage gestellt habe, dann auch eine Antwort bekommen habe. Und wie der Klaus mir schon damals gesagt hatte, es ist je nachdem, wie man die Frage stellt, man sieht nicht wirklich, wie eine KI dir das zum Beispiel bei ChatGPT, welche Antwort die ausgespuckt wird, nach welchen Kriterien, wie die gewichtet sind. Da gibt es keine komplette Transparenz und je nachdem werden auch die Fragen anders ausfallen. Und da ist es auch gleichzeitig vielleicht zu sagen, dass viele Fragen ja auch nicht komplett faktenbasiert sind. Und es mehrere Antwortmöglichkeiten sind. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, mit einer eigenen Expertise ranzutreten, um halt die Fragen dann überhaupt beantworten zu können. Sebastian, schließt sich dann deine Erfahrung auch an? Das kann ich zum Teil bestätigen. In meinem Studienfeld Mobilitätsmanagement zum Beispiel, da gibt es einige nischigere Themen eben. Und wenn man dann eine allgemeine Overview über das Thema haben möchte, dann kommen auch falsche Informationen zustande, die natürlich nur mit Expertenwissen dann auch erkannt werden kann. Das wird sich wahrscheinlich auch nochmal verbessern auf Dauer, aber aktuell ist es noch fehlerhaft. Klaus, du wolltest noch was hinzufügen? Ja, ich hätte da noch eine Ergänzung. Ja, ein Kriterium, und das ist sehr auffällig, gerade bei den großen kommerziellen Chatbots, ist, dass die Antworten gefällig sind. Das heißt, das Prompt Engineering und das Bewerten funktioniert nach der Funktion, ich möchte, dass dem Fragenden die Antwort gefällt. Und dann bekommt man die Antwort, die man gerne hören möchte. Und das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ganz, ganz gefährlich. Wir haben auch mit KIs experimentiert, indem wir sie so programmiert haben, dass sie manipulative Antworten geben, Verschwörungstheorien auf ganz harmlose Fragen darlegen. Und ich glaube, das ist ganz gesund, sich mal damit zu beschäftigen, wie hoch ist eigentlich der Wahrheitsgehalt und wie weicht die Realität von dem, was die KI für die Realität hält, aufgrund ihrer Vorgaben. Wie kann man das analysieren und entsprechend auch bewerten? Ja, also tatsächlich denke ich, dass es dieses Kriterium gibt. Gefällt
den Nutzern die Antwort? Oder ist die Antwort tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich haltbar? Sind korrekte Zitate von Primärliteratur dabei? Ja, und ich denke, daran müssen wir auch mit eigenen KIs arbeiten für die Hochschule oder für die Bildung. Ja, vielen Dank. Genau, ich würde mal zur nächsten Frage übergehen. Und die nächste Frage betrifft das Thema, inwiefern, oder Susan, wolltest du noch was? Ja, ich hatte gerade im Chat noch die Frage von der Anke Pfeiffer gesehen. Sie fragte, mit welchem Ansatz von KI wir denn bisher gute Erfahrungen in der Lehre gemacht haben. Und da wollte ich das noch ein bisschen näher erläutern, was Martin vorhin schon kurz angedeutet hat. Also wir haben in einem Projekt einen Chatbot entwickelt, der eben auch bei uns an der HTW gehostet wird und haben den eben mit allem, was wir an Wissen, also an fundamentiertem Wissen zu Statistik gefunden haben aus den eigenen Veranstaltungen und haben den jetzt so weit trainiert, dass Studierende ihm Fragen stellen können zu der konkreten Veranstaltung Statistik im zweiten Semester des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen. Und machen damit, wir sind noch nicht in der richtigen, im Rollout, also nicht in der großen Phase, aber so mit den ersten Versuchen kann man sagen, dass wir ganz gute Erfahrungen damit machen, weil es erstens eine Entlastung für die Lehrenden darstellt, denn gerade in der Statistik und in anderen quantitativen Methoden zeigt die Erfahrung, dass viele Studierende die gleichen Fragen haben. Und klar, ich beantworte die Frage auch gern zum 125. Mal und ich beantworte die Fragen auch am Wochenende und abends. Aber es ist schon schöner, wenn die erstmal jemand anders fragen. Das nimmt mir ein bisschen Arbeit weg. Und das Zweite ist, dass sie, dadurch, dass es da keine ECTS-Punkte für gibt und gar nichts, dass sie eben da auch gezwungen sind, sich kritisch mit den Antworten auseinanderzusetzen. Der halluziniert auch noch ziemlich fröhlich vor sich hin teilweise, aber da eben, das ist ja diese Denkhaltung, die ich auch in der Statistik generell bei den Studierenden erwecken möchte, dass sie sich eben, dass sie nicht alles glauben, was ihnen in einer Studie erzählt wird und dass ja gerade Statistik auch eine Methode ist und keine göttliche Weisheit. Und das finde ich ganz schön und da sind so die ersten Erfahrungen auch genau in die Richtung, dass sie, dass die Studierenden es dadurch ganz gut lernen. Das war's. Dankeschön. Ja, danke für die Ergänzung und auch für die aufgreifende Frage aus dem Chat. Ja, bei mir wäre jetzt als nächste Frage, wir sind jetzt ja ein Panel, das aus sehr verschiedenen Disziplinen kommt, die Menschen aus sehr verschiedenen Disziplinen kommen. Und für mich würde sich jetzt die Frage anschließen, inwiefern ist für euch kritisches Denken fachabhängig und inwiefern fachunabhängig zu entwickeln im Kontext mit künstlicher Intelligenz? Ich stelle diese Frage vor dem Hintergrund, so der Studie, würde ich mal sagen, zu dem Bereich, die ich auch gerne in den Chat einmal stelle, von Saar et al. Ist schon etwas älter, 1999, aber trotzdem, glaube ich, hat nichts so von ihrer Aktualität eingebüßt. Und die konstatieren in ihrer Studie, in ihrer Laborstudie, dass eine sehr wichtige Komponente von kritischem Denken das domänenspezifische Wissen ist. Und sie kommen dann zu dem Schluss später, dass das kritische Denken von verschiedenen Fächern, ich glaube, sie werfen irgendwie Linguistik und Mathematik zusammen, dass sich das nur in einem sehr minimalen Bereich von metakognitiven Strategien unterscheidet. Und gerade auf dem Hintergrund eben jetzt die Frage, kritisches Denken und KI, inwiefern fachunabhängig, inwiefern fachabhängig zu entwickeln. Wer aus dem Panel mag hier einmal antworten? Susan. Ja, also das ist so schön. Ich kannte die Studie nicht, aber tatsächlich habe ich mich da im Vorhinein das auch gefragt, ob es so etwas gibt wie ein domänenspezifisches kritisches Denken. Und meine Hypothese war gewesen, dass es das wahrscheinlich so nicht gibt, sondern ich weiß es nicht, also Sandra, da wirst du dich noch besser auskennen, aber ich frage mich nicht, ob es nicht, ob kritisches Denken nicht eine wertende Einschätzung, also eine Einstellung schon fast ist, eine Haltung, was dann schon sehr nah vielleicht auch an einer Persönlichkeitseigenschaft
zu finden ist. Ne? Persönlichkeitseigenschaften haben den großen Nachteil, dass sie nur schwer zu ändern sind. Und deswegen ist das, bin ich immer hin und her gerissen, ob ich mich darüber freuen würde, wenn es eine Persönlichkeitseigenschaft ist, oder ob es nicht besser wäre, wenn es eben doch trainierbar wäre. Aber ich denke, was wir unseren Studierenden insbesondere und auch uns selbst beibringen müssen, egal wie gut oder wie schlecht es geht, ist, dass wir eben wirklich ja kritisch an neue Informationen herangehen. Ne? Dieses kritische Denken, ich hatte mir gerade noch mal die Definition oder eine Definition angeschaut, also den faktengestützten Prozess des Nachdenkens, dass wir uns dazu zwingen, das eben zu tun. Und nach Möglichkeit ist das etwas, was eigentlich unabhängig davon sein sollte, ob ich mich jetzt mit Mathematik auseinandersetze oder mit Linguistik oder auch mit Religion, wenn ich Religion als Wissenschaft oder wissenschaftlich untersuchen möchte. Es ist für mich eher eine generelle Denkhaltung. Ja, gibt es dazu vielleicht auch gegensätzliche Perspektiven? Genau, Annette gleich, ich würde an der Stelle als Moderatorin kurz um etwas kürzere Antworten bitten. Annette, dein Turn und danach Sandra. Ich glaube, ich stimme dir zu. Also das ist schon ein bisschen personeninhärent, aber man kann es doch, also ich versuche schon auch, egal in welchem Unterricht, die Zweifel zu wecken, weil Zweifel, denke ich, sind der Motor, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich gibt es Menschen, denen ist das eher in die Wiege gelegt und anderen weniger. Aber durch beharrliches Nachfragen, egal jetzt in welchem Unterricht, ob jetzt Mobilitätsmanagement oder Kunstgeschichte, kann man schon auch versuchen, auch den Zweifel bei Leuten zu wecken, die vielleicht sonst nicht so gewohnt sind, die Dinge so zu durchdringen. Und das ist bei KI gar nicht so neu. Ja, früher haben sie halt im Buch alles geglaubt und haben es kritiklos abgeschrieben. Danke. Sandra. Sehr gerne. Ich würde mich jetzt da hier einfach mal kurz anschließen und es vielleicht auch nochmal aus dieser lerntheoretischen Perspektive betrachten. Weil genau das ist nämlich der Punkt dahinter. Warum wir uns interessiert einfach irgendwas. Also da gehen wir noch diesen Schritt zurück im Grunde, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ist es jetzt kritisches Denken oder sonst irgendwas. Wir gehen einen Schritt zurück. Wir haben einen Gegenstand, ein Problem, das interessiert uns in dem Moment. Wir fangen an, darüber nachzudenken. Und es gibt hier tatsächlich sehr viele Denkrichtungen und hier weiß ich auch einfach mal auf Dewey und Co., die das auch wirklich schon gut untersucht haben vor Jahrzehnten. Und da ist vielleicht wichtig zu sagen, die haben sich nicht über das kritische Denken per se unterhalten, sondern darüber, ob es Lern- und Problemlöseprozesse gibt, die man näher betrachten muss. Die haben das eben nicht nur aus der Perspektive betrachtet, dass ich einen Gegenstand habe, an dem ich diesen Lernprozess und Problemlöseprozess durchlaufen kann, oder eben diese Metaebene, von der wir gerade gesprochen haben, also brauche ich den Gegenstand. Da möchte ich auch auf ein sehr schönes Modell verweisen, wo ich jetzt gerade nicht genau weiß, wie man den Namen ausspricht, und zwar von Garrison und Anderson. Die haben ein relativ schönes Modell eigentlich entwickelt, das Practical Inquiry Modell heißt es, auch schon ein bisschen älter, aber das stellt im Grunde dar, wie man sich mit einem Problem im Grunde auseinandersetzt. Und zwar, ich sehe was, das interessiert mich. Ich erhöhe meine Aufmerksamkeit. Also ihr merkt schon wieder das Thema. Ganz viele, viele, viele Bausteine, die man damit aufmacht. Ich fange an, darüber nachzudenken. Und die unterscheiden in ihrem Modell auch nochmal, denkt man in sich selber darüber nach oder geht man den Schritt und tauscht sich mit anderen aus, wie wir es gerade machen. Und kommt man dadurch diesen Schritten des kritischen Denkens näher. Und das, glaube ich, ist das Wichtige. Diesen Schritt auch zu gehen und zu sagen, es ist vielleicht nicht nur so ein inhärenter Prozess, der in mir selber stattfindet, es ist auch ein Austauschprozess, dieses kritische Denken. Da steckt so viel mehr mit drin, hinter dieser kleinen Begrifflichkeit. Und deswegen, Susan, fand ich vorhin das auch so toll, deine Anmerkungen gerade. Wir haben hier verschiedene Schritte, wir haben hier verschiedene Prozesse, die mit dahinter stecken. Und die müssen wir uns im Detail eigentlich anschauen. Aus lerntheoretischer Perspektive sind wir hier eigentlich in klassischen Themen mit drin gelandet. Und die KI in der Hinsicht ist
der Gegenstand, der uns nochmal den Gegenstand genauer erläutern lässt. Muss man so zu sagen. Ich hoffe, man konnte mir folgen. Dankeschön. Ja, danke. Ich würde zur nächsten Frage übergehen. Und zwar zu der Frage danach, also wir sprechen beim kritischen Denken jetzt immer um das darum, die Wahrhaftigkeit von KI-generierten Inhalten feststellen zu können. Also es geht um das Faktenwissen. Halluziniert die KI oder nicht? Gibt es aus eurer Perspektive noch andere Aspekte, auf die sich die Forderung nach kritischem Denken beziehen könnte? Also unabhängig vom Faktenwissen. Und da würde ich jetzt Sebastian, dich dran nehmen. Du hattest das im Voraus auch angemerkt, dass du dazu gerne was sagen würdest. Ja, gerne. Und zwar finde ich neben der Wahrhaftigkeit der Informationen von KI generiert auch generell das Erkennen wichtig. Zum anderen finde ich auch weitere Aspekte des kritischen Denkens, dass man nicht nur eben die KI betrachtet. Also gerade Social Media ist ja bei uns ein großes Thema. Ich selbst habe eine große Bildschirmnutzungszeit in den sozialen Medien und auch da die Kompetenz zu entwickeln, eben da kritisches Denken zu haben, weil man wird ja mit so einer Flut an Bildern, an Informationen beschossen und das muss man alles irgendwie verarbeiten. Und wenn man da auch mal sich selbstkritisch hinterfragt, was bringt mir das, wie kann ich das nutzen, das finde ich auch noch sehr wichtig. Genau. Danke. Susan. Genau. Also ich hatte es eingangs schon mal gesagt, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Ich finde, kritisches Denken brauchen wir auch bei der Entscheidung, lasse ich mir eben einen Text generieren von einem LLM oder setze ich mich selber hin und versuche Informationen woanders her zu bekommen, wo ich dann eben vielleicht auch neben Informationen noch recherchieren muss, um selber mir das Wissen anzueignen. Und wir haben noch eine Nachricht im Chat vom Professor Pierre Raffi, die finde ich auch sehr spannend. Genau, die würde ich einmal noch kurz vorlesen, die Frage. Ist kritisches Denken nicht auch eine Fähigkeit, die voraussetzt, dass man seine Gedanken ordnen und formulieren kann und damit auch zumindest stark durch Bildung beeinflusst? Ist es nicht denkbar, dass manche Menschen eine kritische Haltung haben, diese aber nicht geordnet und durch Wissen und Struktur ausdrücken können? Klaus, du hattest dich gemeldet. Das passt ganz gut an meine Anknüpfung. Ich habe weniger Angst vor KIs, die Unsinn verbreiten, als Sorge für die Menschen, die eine KI nach ihrer Meinung fragen. Das passt jetzt hier genau, wenn ich selber nicht die Kompetenz mir angeeignet habe, um Dinge kritisch zu hinterfragen, um selber zu recherchieren, um andere Meinungen zu hören und mich dann auf entweder Menschen oder KIs in Social Media verlasse, die mir dann erklären, wie ein Sachverhalt jetzt die Welt beeinflussen wird oder könnte, dann mache ich was falsch, dann benutze ich ein Werkzeug für etwas, wofür es nicht gemacht ist. Danke. Eine Antwort noch, Annette, und dann würden wir zur nächsten Frage übergehen. Also ich danke für diese Frage, die finde ich nämlich sehr, sehr interessant und sehr bedenkenswert. Und zum gewissen Prozentsatz wahrscheinlich auch wahr. Aber ich denke, man kann trotzdem, auch wenn man jetzt seine Gedanken nicht so gut ordnen kann, die Antworten der KI überprüfen. Also man muss zeigen, dass man das auch in ganz einfachen Aussagen überprüfen kann. In der Kunstgeschichte bekomme ich sehr, sehr viel halluzinierte Gebäude. Das klingt unglaublich gut. Aber dass man da überprüft, ob es dieses Gebäude wirklich gibt und sich ein Bild dazu anguckt und guckt, ob das passt, dazu muss man nicht eine besonders große Vorbildung haben, sondern wenn man halt diesen kritischen Impetus hat, dann schafft man das auch. Und alles andere müssen wir halt Schritt für Schritt mit den Studierenden gehen und entwickeln. Ja, danke schön. Wir haben eben auch angesprochen, dass KI-generierte Texte kein Faktenwissen sind. Und da stellt sich die spannende Frage, mit wem kommuniziere ich da eigentlich, mit wem arbeite ich zusammen, wenn ich diese KI-Tools nutze
Und wer steht hinter diesen KI-generierten Inhalten? Und da möchte ich gerne Klaus das Wort geben, von eurem Projekt mit dem Algorithmen zu erzählen. Genau, hat zwei Aspekte. Ich denke, dieses kritische Denken kann man am besten entwickeln, indem man auch zeigt, wo die Fehler in einer KI auftreten können. Was heißt Fehler? Die KI denkt, sie macht alles richtig, weil sie genau das tut, wofür sie gemacht ist. Und es stimmt halt oft nicht mit der Realität überein. Und das können wir teilweise umgehen, indem wir nur die Fakten liefern, die wir selber als Menschen als gesichert annehmen, sprich die Datenbasis für die KI selber erstellen und das Language-Modell lediglich für die Kommunikation verwenden, aber nicht für die Analyse dieser Daten. Dann sind wir näher an dem Faktenwissen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, macht es dann noch Sinn, was ist dann besser als bei einer Suchmaschine, die ich nur über einen beschränkten Datensatz laufen lasse? Ne? Ich denke, dieser Faktor der Kommunikation spielt bei der KI eine sehr große Rolle. Es ist einfacher, mit einer KI im Dialog zu kommunizieren, als Faktenwissen mit einem Wust an vielen Links und Primärliteratur und Wikipedia und anderen Sekundärliteraturstellen dazwischen selber zu vergleichen. Da liegt auch wieder die Gefahr. Und mit lokal laufenden KIs können wir das halt so ein bisschen auf die Stellen begrenzen, wo wir sagen können, an der Stelle kann die KI sagen, hier habe ich Fakten, hier habe ich Informationen, bei anderen Dingen bin ich überfragt und ich fange jetzt gar nicht an zu halluzinieren, sondern verweise darauf, dass ich für diese Frage nicht gemacht bin. Dankeschön. Martin? Ich würde jetzt sehr gerne mal anmerken, also das ist ja irgendwie vielleicht auch ein Fokus, den wir hier gerade haben. Wir sind hier gerade in einem vielleicht wissenschaftlichen Hochschulformat unterwegs, aber gleichzeitig bin ich auch als Wirtschaftler muss ich eindeutig sagen, dass viele dieser Faktoren, die wir hier einbeziehen, vielleicht auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft, das oft im Einklang ist. Aber wenn man in der Wirtschaft oft mal guckt, da geht es ja oft drauf, was profitabler ist, was für den Kunden ansprechender ist. Und die Faktoren, die wir hier so darstellen und sagen, ja, hier, es wäre super gut, diese Sprachmodelle, diese Informationen, die können wir super gut ableiten. Und so gehen wir das Ganze an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wieder eine andere Perspektive hat, wenn Geld im Spiel ist. Und ich finde, deswegen finde ich es auch sehr, sehr kritisch zu sehen, dass wir hier uns, also wir sind hier offenbar oft auch einer Meinung, aber ich finde, es ist auch mal anzumerken, dass das wahrscheinlich im gesamten Rahmen wir hier immer trotzdem noch eine Minderstellung haben. Also wie das Ganze nachher umgesetzt wird. Ja, danke. Vielleicht können wir dann gleich zu Martin rübergehen. Und ein anderes Beispiel in den Raum werfen, und zwar die Nutzung von Avataren. Was für Herausforderungen und Vorteile bringt das? Inwiefern beeinflusst das die Lernprozesse? Und wie kann man da kritisches Denken damit üben? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde es eher anders beantworten. Don't trust anymore the Bild und Audio. Ja, das ist tatsächlich also eines der springenden Punkte auch im Rahmen der KI, dass also nicht nur Texte mittlerweile, also quasi maschinengeneriert sind, sondern auch Bild und Ton. Und das ist eine neue Dimension in dieser Leichtigkeit, würde ich also behaupten. Und über das muss man wirklich nachdenken, weil das verändert die Gesellschaft und auch die Menschheit, dass ich also nicht mehr davon ausgehen kann, dass irgendetwas, was ich sehe mit meinen eigenen Augen, tatsächlich real ist und nicht maschinengeneriert. Und über das sollte man nachdenken. Ja, danke schön. Ja, wir haben im Chat eine ganz spannende Paralleldiskussion, die sich um den Begriff des kritischen Denkens dreht. Und Sandra hat da sehr schön das nochmal auf den Punkt gebracht, ne, dass wir im allgemeinen Sprachgebrauch ja Kritik eher negativ konnotieren. Und Diana Schäfers hatte gesagt, dass es eigentlich sehr wichtig ist, und ich denke, da hat sie recht, dass wir das Wort Kritik eben nicht negativ verstehen, sondern dass Kritik auch wirklich eigentlich ein wertfreies Wort ist und dass deswegen kritisches Denken, ich habe kurz überlegt, ich glaube im Englischen ist es, glaube ich, wertfreier, ne? Critical Thinking
hat jetzt keine negative Konnotation direkt, aber wenn wir über kritisches Denken sprechen, dann sind wir nicht automatisch die, die in jeder Suppe ein Haar finden, sondern wir wollen uns einfach auf einer rationalen Basis damit auseinandersetzen. Ja, danke schön. Vielleicht nur an der Stelle ein kleines Kommentar. Egal welches Future Skill wir trainieren, es ist ganz wichtig, dass wir das transparent machen und dass wir auch als ein Unterrichtsziel formulieren, sodass es auch allen klar ist, dass wir das trainieren, dass wir das üben und worum es auch hier geht, weil wir können kritisches Denken auch trainieren mit ganz konkreten Übungen, mit Wissen und dann in der Handlung auch sehen. Annette, du willst noch was hinzufügen? Gerne. Ja, ich würde gerne dazu konkret was sagen, wie ich versuche, das mit dem kritischen Denken konkret zu trainieren. Wir sind ja jetzt erst bei uns so ein bisschen dabei, das in die Lehre einzuführen, weil das halt auch von der Hochschulleitung entsprechend noch gestützt und vorbereitet werden muss. Und da ist mir aber immer ganz wichtig, dass ich quasi das einmal zu Fuß machen lasse und dann durch die KI machen lasse, damit man auch wirklich beurteilen kann, was die KI gemacht hat. Und wir haben, was der Sebastian ja schon angesprochen hat, diese Möglichkeit, dass die Dozierenden entscheiden, welche Art von Eigenständigkeitserklärung abgegeben wird. Und ich fordere immer ein, dass KI benutzt werden darf, dass aber die Prompts angegeben werden und dass auch angegeben wird, wie man selber das Ergebnis analysiert. Und ich hatte jetzt ein Highlight, kann ich, glaube ich, sagen. Also ich werde das mal ganz kurz teilen. Ist das der richtige Bildschirm? Ja. Eine Studierende, ich hoffe, man sieht das, hat ein Referat geschrieben und hat dann, ohne dass ich sie darauf angesprochen hatte, ChatGPT benutzt. Und ich habe sie dann mal gebeten, weil sie das auch so kritisch beurteilt hat, dass sie das nochmal verschriftlicht hat. Und hier sieht man ihre Gedanken. Sie hat zu dem Thema dann auch nochmal Quellen angefordert und hat dann jeweils erstmal ganz einfach überprüft, die Maschine was halluziniert und das Ganze dann auch noch mal ein bisschen eingeordnet und ist zu einem sehr differenzierten Ergebnis gekommen, was mich ungeheuer gefreut hat. Ja, danke schön für diesen konkreten Beispiel. Jetzt Klaus. Was mir dazu einfällt, war, wir haben in einer ziemlich frühen Phase, als ChatGPT gerade neu und interessant war und alle alles damit gemacht haben, einen Chatbot erzeugt, der eben ganz bewusst manipulative und falsche Antworten gibt, um eben dieses kritische Denken zu trainieren. Wenn es nämlich offensichtlich ist, dass die KI in manchen Fällen, gesteuert durch den Moderator natürlich, also alleine darf man die Studenten sowas nicht benutzen lassen, falsche Antworten gibt und dass man selber in der Lage ist, das auch zu erkennen, das ist ganz enorm hilfreich. Das ist jetzt nichts für den Informatik- oder Matheunterricht, dort bewusst falsche Antworten zu geben, sondern für wissenschaftliches Arbeiten, wo es auch eben um diese korrekte Zitation geht. Welchen Prompt habe ich benutzt? Welche KI habe ich benutzt? Und mit welchen Vorgaben ist diese KI zuvor gefüttert worden? Das spielt nämlich auch eine Rolle. Unabhängig vom Prompt kann ich das als Programmierer über die API nämlich vorgeben, in welcher Rolle die KI sich ihren Gesprächs- oder Sparringspartner, wie es so schön im Chat heißt, vorstellt. Ja, Susan. Ja, direkt dazu, Klaus, also ich muss in einem Punkt widersprechen, das ist für Mathe und für Statistik ist das auch enorm wichtig und das geht schon. Und ich fasse jetzt das von Professor Pierre Raffin noch mit auf, was er gerade geschrieben hat, weil das ist ja nicht auf KI beschränkt, sondern das ist in der Mathematik schon seit langem eine anerkannte Lehrmethode, falsche Lösungswege zu präsentieren und die Studierenden, die Schüler, die Lernenden dann zu bitten, die Fehler zu finden und auch verbal darüber zu sprechen, warum das falsch ist und wo das richtig ist. Deswegen passt das super. Also ich glaube, gemein. Ja, also das darf man nicht am Anfang machen, wenn die alle noch
wissen, wie es wirklich geht, aber so für höhere Kompetenzstufen ist das eine ganz tolle Methode. Ja, Sandra. Ich mach mal kurz noch ein Fass auf. Ich mache es auch gleich wieder zu. Wenn man nämlich so Richtung Kleinkinder guckt, also ich habe vierjährige Zwillinge, die im Endeffekt mit diesen ganzen Übungsheften, wo dann irgendwelche Falsch-Richtig-Bilder drin sind, die ja im Endeffekt auch nichts anderes machen. Vielleicht sind sie auch mittlerweile KI generiert, das weiß ich nicht, wie weit da die Druckpresse ist, aber im Endeffekt passiert da aktuell auch nichts anderes. Und da vielleicht auch nochmal ganz zu, ich glaube, was wir gerade nochmal festzuhören müssen, dass wir jetzt aktuell so über das kritische Denken im Zeitalter von KI reden können, ist auch reiner Luxus. Wir gehen auch gerade, um hier vielleicht noch ein paar Fragen vorwegzunehmen, auch im Chat, wir gehen natürlich jetzt gerade nicht davon aus, dass es in die Mehrheit so getragen werden kann. Wir sprechen gerade auf einer Ebene, wir haben den Luxus, uns darüber aktuell Gedanken zu machen und wir müssen ihn gerade nutzen. Danke. Ja, danke dafür. Das schließt auch jetzt an die letzte Frage an, wo wir aber auch ja schon mitten irgendwie drin sind, weil wir jetzt auch in das in den Endspurt sozusagen gehen. Und deswegen nochmal so die konkrete Frage, was lässt sich konkret in der Lehre tun, um das kritische Denken zu fördern? So banal die Frage vielleicht ist oder erscheinen mag, aber so viel Tiefe steckt ja letztlich auch dahinter, weil eben gerade dieses Kritische vielleicht auch negativ behaftet ist. Warum soll ich was kritisieren, was in einem wissenschaftlichen Artikel steht von WissenschaftlerInnen, die doch viel schlauer sind als ich, oder eben vom KI-Tool, das es doch vermeintlich weiß? Und da würde ich gerne noch einmal drauf eingehen und würde als erstes dich dran nehmen, Martin. Also ich würde jetzt ganz erstmal aus einer nicht unbedingt aus einer Perspektive sprechen, wie es am effizientesten ist für die aus einer Lehrperspektive, sondern ganz konkret aus Sicht eines Studierenden. Und ich glaube immer, ist es sehr wichtig, auch die Allgemeinheit mitzunehmen. Und die Allgemeinheit, nicht jeder Studierende lernt, um quasi in jedem Fach ein besonderes Wissen zu erlangen, sondern um seinen Abschluss zu erreichen. Und was das wieder bedeutet, heißt auch Impulse zu setzen, quasi zum Beispiel KI anzuwenden und auch richtig anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ich unter meinen Kommilitonen schaue oder auch an anderen Hochschulen, kriege ich schon sehr oft mit, dass sehr viele Anreize da sind, selbst wenn sie nicht explizit von den Dozenten sind, die KI-Tools zu missbrauchen. Und ich glaube, solange man die missbrauchen kann, und es Anreize gesetzt werden, die zu missbrauchen, wird das auch weiterhin geschehen. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Anreize zu setzen, KI-Tools richtig zu benutzen und dass es auch belohnt wird, quasi im Öffentlichen diese KI-Tools zu benutzen und auch anzumerken. Sandra. Da will ich jetzt tatsächlich, du siehst es gerade problematisch, dass die Möglichkeit besteht, die Tools zu missbrauchen. Da würde ich jetzt gerade die Gegenthese aufstellen, ich finde das gut. Denn da sind wir beim kritischen Denken. Du musst es hinterfragen. Und genau darum geht es uns ja im Grunde, zu wissen, man kann es missbrauchen. Und genau den Prozess anzustoßen und zu sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht ethisch korrekt und es ist vielleicht auch nicht gut. Und wo wir da natürlich sofort mit reingehen, ist, wenn ich mit solchen Themen arbeite, sage, ey, hier hast du was, das ist totale Fake News, arbeite mal damit. Da sind wir in so grundsätzlichen Themen gelandet, wie Lernen funktioniert. Und Lernen funktioniert eben dadurch, dass ich mir angucke, hier gibt es andere Perspektiven drauf. Lernen funktioniert im Grunde dadurch zu gucken, wir müssen in den Austausch gehen, wir müssen über Dinge reden können. Und funktionieren natürlich super, wenn dann Aufhänger da sind, wo man sagt, das ist jetzt fake. Die KI hat sich da irgendwas ausgedacht. Wir sind hier wirklich im Bereich ganz klassischer Lernthemen und auch einer gewissen Gedankenwelt. Und die treibt uns gerade auch in der Diskussion, glaube ich, sehr stark rum. Wir sind in konstruktivistischen Theorien gelandet. Wir brauchen einen gewissen Austausch über das Thema, um auch unser kritisches Denken, um uns überhaupt bewegen zu können, kritisch zu denken. Und deswegen, ich finde es gut, dass wir darüber reden. Und ich finde es auch gut, dass du genau das jetzt gerade gesagt hast, weil das zeigt im Grunde, du hast darüber nachgedacht.
Ja, danke euch beiden. Genau, bevor ich Annette noch dran nehme, noch mal kurz der Blick auf den Chat. Da möchte ich hinweisen auf das total passende zu dem, was gerade gesagt wurde von Claudia Hoffmann. Die schrieb, meiner Einschätzung nach ist Modelllernen die nachhaltigste Form, kritisches Denken zu lernen. Und dafür müssen wir kritisches Denken sichtbar machen, gerade im Kontext KI. Genau, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sich deine Antwort direkt darauf bezieht, Annette, trotzdem genau, gerne für dich. Und vielleicht hat dann ja jemand auch ein Beispiel dafür, wie man gerade dieses Modelllernen auch in der Lehre exerzieren kann. Ich wollte an und für sich eher auf den Professor Raffi eingehen, der sich zweimal sehr explizit geäußert hat, der einmal ein Beispiel gebracht hat, wie er in der Lehre mit KI arbeitet, aber dann auch die Frage in den Raum gestellt hat, ob es denn ein spezielles kritisches Denken für KI braucht. Und vielleicht würden Sie selber noch mal, da Sie ja nun nicht sprechen können, aber mal Ihre Frage beantworten, ob es ein spezielles kritisches Denken für KI braucht. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, grundsätzlich ist das das Gleiche, aber die KI ist eben verführerischer, eben weil sie einen im Dialog auch immer weiter in die falsche Richtung führt, wenn sie erst mal halluziniert. Ja, danke schön. Wir hätten jetzt hier noch für einen Wortbeitrag Zeit, bevor wir dann in den Abschluss gehen würden. Also jetzt hat jemand noch die Chance, das letzte Wort sozusagen zu haben. Ja, dann teile ich einen Link zu einer Meta-Analyse in den Chat. Und dann würden wir auch die Rückmeldungen aus unserer Mentimeter-Umfrage gerne zeigen. Da sind einige Fragen zusammengekommen. Ich teile mein Bildschirm. Ich hoffe, man kann es sehen. Genau, wir würden die Ergebnisse auch im Nachgang noch zusammentragen und ja, Zatanka und ich über unseren LinkedIn-Account auch teilen. Also wer sich da vernetzen mag, sehr gerne. Ich glaube, da ist jetzt einiges zusammengekommen und es sollen ja auch Sachen erarbeitet werden von der Community für die Community und entsprechend würden wir das da dann auch gerne unter CC-Lizenz bereitstellen. Genau, also uns war es ja wichtig, dass wir möglichst viele Fragen sammeln. Das sollen Fragen sein, die uns als Lehrpersonen helfen, aber auch welche, die wir mit unseren Studierenden gemeinsam im Unterricht nutzen können. Es gibt noch eine Seite. Ja, also wie gesagt, werden wir die Fragen auf jeden Fall mit euch teilen. Ich möchte mich bedanken für diese Teilnahme. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch einige Beispiele aus unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten aus der Sicht von Lehrkräften und Studierenden heute bekommen. Isabella, vielleicht magst du auch einen Abschlusswort sagen. Ja, genau, dann mache ich gerne den Abschluss. Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank und ja, es war wirklich eine sehr spannende Runde. Wie gesagt, wir werden im Nachgang gerne Sachen teilen. Ich habe auch einfach mal den Chat extrahiert, sodass wir da auch vielleicht nochmal in anonymisierter Form dann Sachen zur Verfügung stellen können, weil ja auch im Chat ganz, ganz viel noch parallel nebendran war. Ich glaube, das hat das gezeigt, dass das Thema sehr relevant ist und ja, wir
werden alle dranbleiben. Ich glaube, ich bin bei dem Thema KI auch immer so sehr idealistisch und denke, okay, ja, was heißt idealistisch? Pathetisch vielleicht auch so ein bisschen im Sinne von, naja, ich habe eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Die ist ganz, ganz klein, diese Möglichkeit, aber ich habe sie und ich nutze sie. Und insofern, ja, glaube ich, dass wir alle das nur machen können. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt, können jetzt pünktlich enden mit der Diskussion. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke fürs Mitdiskutieren im Chat und vielen, vielen Dank an alle, an euch alle, die ihr euch auf unsere Einladung gemeldet habt, euch beim Panel zu beteiligen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.